Fans und Freunde, das ist wieder euer Dr. Hovuse, wieder mal im Haus hinter Toskana. Was ich euch heute zeige, ist dieses Bild. Das ist aus dem Garten des Studios, aber es geht nicht um das, um den Garten, es geht um das hier. Das ist, Sie werden sagen, einfach ein weißer Punkt. Das ist es nicht, das ist ein Insekt. Es ist so etwas wie eine Drosophila, ungefähr so groß. Aber was ganz speziell ist, was mir auffiel, Sie sehen hier übrigens das wie ein Schatten, das ist die schnelle Bewegung der Flügel, um das Tier in der Luft zu halten. Was ich noch nie gesehen habe, weder hier noch sonst wo, ist, es ist schneeweiß. Das brachte mich auf eine Idee, das könnte von den Aliens sein. Die könnten so ein Insekt fabrizieren mit ihren DNA-Möglichkeiten und Erfahrungen, die sie in den Millionen von Jahren Vorsprung ja sicherlich haben, könnten sie sowas fabrizieren, auf die Erde schicken, das sticht uns dann oder es landet auf ihrem Butterbrot und sie essen es versehentlich oder der Suppe und schon nimmt es eventuell Einfluss auf die DNA. Sie werden sagen, das ist verrückt. Möglich, ich weiß nicht, ob das zutrifft, aber es könnte sein und es braucht schon einige Fantasie von unserer Seite, um sich vorstellen zu können, was die Aliens überhaupt können. Wie gesagt, ob sie das so getan haben oder nicht, das weiß ich nicht, aber es könnte immerhin möglich sein. Nächstes Mal werde ich auch nochmals darüber reden, was für Möglichkeiten wir sonst noch haben und wie sie Einfluss nehmen auf unsere Kultur. Guten Abend, das war wieder mal euer Dr. Hovuse.